Die Rote Couch, der Kulturtalk. Eine Co-Produktion von Antenne Kaiserslautern und Citypolster. Was wir machen, sitzt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind mal wieder mit der Roten Couch unterwegs. Heute stehen wir im Museum, und zwar im MPK, also der Pfalzgalerie hier in Kaiserslautern. Neben mir Steffen Ekle, der Direktor. Und du darfst dich und deine Institution mal kurz vorstellen. Ja, freut mich sehr, dass ihr hier seid mit der Roten Couch und dass wir jetzt ein Gespräch führen können. Ich bin mittlerweile seit, ich glaube, es sind doch schon 2,5 Jahre Direktor des MPK. Komme vorher beruflich aus Stuttgart und bin doch inzwischen hier beruflich sehr zu Hause in Kaiserslautern. Und das MPK ist das Kunstmuseum hier in der Region, inzwischen fast 150 Jahre alt. Wir feiern nächstes Jahr großen Geburtstag des Museums. Und ja, Haus für Kunst aus dem 19., 20. Jahrhundert, auch zeitgenössisch, ganz breit. Und wir sind im Moment dabei, das Haus auch in alle Richtungen für verschiedene Menschen interessant zu machen. Und genau da sind wir ja schon beim Thema. Wir sitzen gerade aktuell vor einer Wand der Ausstellung Betze K-Town Pfaff. Und genau darum geht's. Ihr wollt sozusagen die Stadt ins Museum bringen, aber das Museum auch in die Stadt. Wie sieht das aus oder wie sah das bis jetzt aus? Also daran arbeite ich einfach schon lange. Das ist mein Grundansatz. Ich glaube, die Stadt ist eine Stadt, die diese Öffnung auch braucht. Also das Museum ist ja, wenn man, also die, die es kennen, es ist ja so ein bisschen das Schloss auf dem Hügel. Und wenn man da das erste Mal hingeht, das kann schon respekteinflößend sein. Man muss die Treppen hoch und dann nochmal eine steile Treppe, bis man überhaupt drin ist. Dann diese aristokratische, palaisartige, schlossartige Fassade. Das ist nicht so einfach. Also seit ich hier bin, denke ich, wie kann man diese Barriere überwinden? Und das geht natürlich über eine Grundhaltung, die wir einnehmen in unserer Arbeit, dass wir einfach sagen, wir wollen die Stadt immer wieder einladen, die Stadtgesellschaft, verschiedenste Communities. Und das mache ich eigentlich so ziemlich seit Tag 1, seit ich hier angefangen habe. Und wir haben am Anfang ein kleines Leuchten in die Stadt geschickt. Also das habt ihr vielleicht auch gesehen schon, die blauen Leuchtquader von Nikolaus Koliusis, ein Künstler aus Stuttgart, so als kleines Signal Richtung Stadt. Und das akzentuiert natürlich eine Achse, die es hier gibt, zum Betzenberg hin. Also das ist eine grandiose Lage, die wir hier haben. Also vielleicht mal als kleiner Werbeblock noch, den besten Betzenblick habt ihr hier bei uns. Weiß nicht, ob man auch tatsächlich das Stadion hört bis hier rüber. Das müsste man mal ausprobieren. Aber im Kessel, glaube ich, es ist nicht nur der Betze, der brennt, sondern ich glaube auch der Kessel, wenn Spiel ist. Und also insofern diese Achse fest im Blick, haben wir immer auch überlegt, was können wir jetzt auch tun, ganz konkret, um das Museum in die Stadt zu bringen. Und das haben wir angefangen mit einer kleinen Kunstaktion, die ist euch vielleicht auch aufgefallen. Ein Kunstbus mit der Frage, warum blau? Übrigens eine riskante Frage hier in Kaiserslautern, warum blau? Also das ist uns bewusst, aber... Extra so gewählt, damit die roten Teufel da so ein bisschen drauf gucken. Aber nein, ihr habt natürlich da schon einen Hintergrund gewählt, warum blau? Ging natürlich auch über eine Ausstellung. Und du hast gerade einen der Künstler schon erwähnt, der sich auch mit dem Raum in Kaiserslautern und vor allem gerade in der Stadt beschäftigt hat. So ist es. Das ist der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, bisher hat alles bei uns stattgefunden, aber jetzt gehen wir in Räume in der Stadt. Wir waren beispielsweise jetzt in der Architekturgalerie, ein Ort, den er markiert hat, in der Rosenstraße. Und es geht immer um Orte, an denen Transformation stattfindet. Und das bringt mich vielleicht auch zu dem Thema generell dieser Ausstellung, die wir haben. Seit ich hier unterwegs war in Kaiserslautern, ist mir aufgefallen, dass es eine Stadt ist, die wahnsinnig spannend ist aufgrund ihrer Transformationsprozesse, in denen sie gerade ist. Vielleicht nur ein Beispiel, das Pfaffgelände. Man kann es die große Wunde in der Stadt nennen, man kann aber auch sagen, da passiert ganz viel im Moment, bis hin zu den Aktivitäten des Kulturwerks Pfaffs. Und das sind die Orte, die uns interessieren mit dem Projekt Betze K-Town Pfaff und die auch den Künstler Nikolaus Koliusis interessieren. Also die Orte, an denen Transformation, Veränderung stattfindet. Und das ist ja tatsächlich so gewesen, dass wirklich schon in der Stadt auch viel passiert ist. Und zwar mit dem Künstler Erik Sturm. Hinter uns sehen
wir schon ein paar Ausschnitte aus seinem Werk. Und ich kann gerade auch sagen Ausschnitte, weil er an der ältesten Litfaßsäule in Kaiserslautern die Plakatwände runtergeschnitten hat. Und so ein bisschen was sehen wir hier hinten natürlich. Aber natürlich ist das auch ausgestellt. Das ist ein Teil der Ausstellung. Ihr habt aber nicht nur diese zwei Künstler eingeladen, sondern auch Sophie Inmann und Elisabeth Neudörfel. Erzähl doch mal kurz, warum gerade die vier Künstler? Also aus unterschiedlichen Gründen. Mir war wichtig, dass jede Künstlerin, jeder Künstler in einem anderen Medium arbeitet. Elisabeth Neudörfel, die du gerade genannt hast, ist Fotografin. Das ist auch naheliegend, dass man jemand losschickt, der mit dokumentarischem Blick die Stadt erfasst und aber vielleicht nochmal anders drauf schaut, auch als die ja wirklich tollen Fotografen, die es auch hier vor Ort gibt. Jörg Hayek, Thomas Brenner, Michael Fetzer auch, die hier auch viel fotografiert haben. Aber mir ging es darum, einen Außenblick zu bekommen. Und da ist Elisabeth Neudörfel mit einem ganz strengen, konzeptionellen Blick die Richtige gewesen. Die Ergebnisse könnt ihr hier sehen. Sophie Inmann war der Ausgangspunkt ein ganz anderer. Da ging es um Klang. Ich wollte jemanden haben, der sich mit dem Stadion tatsächlich beschäftigt, mit dem Betzenberg, aber unter dem Aspekt von Sound, von Klang und von diesen wahnsinnigen Emotionen, die eben darüber transportiert werden. Und da kann ich persönlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mir die Ausstellung nämlich schon angeguckt und auch angehört. Und es ist wirklich, also ich hatte Gänsehaut tatsächlich, als ich da gesessen habe. Und man fühlt sich schon so ein bisschen wie im Stadion. Also ihr habt es schon geschafft, ein Stück von der Stadt auch ins Museum reinzukriegen. Bin ich ganz ehrlich. Das freut uns, wenn das so ankommt. Und das war ja auch das Ziel. Ist ja immer nicht ganz einfach. Also ich bin auch ganz offen und ganz ehrlich. Es bleibt zeitgenössische Kunst. Natürlich bildet Sophie Inmann das Stadion nicht nur ab, aber ich finde, sie ist weit rein in diese Atmosphäre und in diesen Mythos und auch in die Emotionen, die das gibt. Sie war an vielen Spielen beteiligt. Es war die schwierige Rücksaison, die letzte, in der eigentlich jedes Spiel so ungefähr ein K.O.-Spiel war und wo natürlich die Emotionen nochmal doppelt hochgingen. Und ich finde, das transportiert sich in dem, was sie macht. Sie verschränkt es ganz clever, wie ich finde, mit einer anderen Ebene, nämlich mit dem Pfälzer Wald. Also das ist so die Bild-Tonschranke, dass es ganz viele Szenen auch eben im Wald drumherum gibt und das gibt dem eben nochmal eine andere Ebene auch und das macht es wirklich spannend. Und ich persönlich würde dir sagen, es sollte wirklich jeder mal ins Museum reingehen, gerade wenn es um Betze, Catown und Pfaff geht, weil es ja auch unsere Heimat ist, unsere Stadt. Das kann man sich dann mal schon im Museum angucken, wie andere Leute da drauf blicken. Aber wer wäre denn deiner Meinung nach so noch sehr willkommen im Museum dazu? Also wir haben ja wirklich viele Gruppen schon angesprochen und auch festgestellt, dass sie kommen. Also man muss einfach auf die Menschen zugehen, weil wie gesagt, es gibt die Hürden. Nicht jeder geht gerne ins Museum. Wenn man Museum hört, ist einfach die Assoziation häufig eine andere. Aber wenn ich natürlich jetzt hier einen spezifischen Wunsch äußern dürfte, dann würden wir uns tatsächlich Richtung FCK und Richtung Fan-Community nochmal ganz anders vernetzen wollen. Wir werden da auch einige Treffen noch haben. Also das würde mich freuen, dass eben so ein Kulturevent vielleicht eingebaut wird in den Stadionbesuch. Dafür ist die Einladung ausgesprochen und vielleicht klappt das ja bei einem der nächsten Heimspiele. Sehr schön, das hört man doch gerne und damit würde ich sagen, kommt einfach gerne ins MPK. Das Museum steht allen offen und bis zum 19. Januar ist tatsächlich auch noch die Ausstellung zu sehen. Es ist lohnenswert und vielleicht kommt der ein oder andere kleine FCK-Sticker auch noch mit und wird Teil der Ausstellung. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei.